Also ich bin Marco Rohner, ich bin der Betriebsleiter der Firma Bilfit AG. Die Bilfit produziert verschiedene Produkte, vor allem im Bereich allgemeinen Maschinenbau, in der Medizinaltechnik, im Schienenfahrzeugbau sowie auch im Motorsport und für die Fahrzeugindustrie. Die Idee von Automatisierung war immer schon von uns, in der Nacht produzieren zu können. Die Maschinen bringen uns den meisten Benefit nachts über und über die Wochenende möglichst ohne Menschen. Für uns ist das schon ein sehr großer Vorteil, dass wir das machen können, weil sonst könnte man nicht so viele Aufträge auf einmal machen, also produzieren. Wofür die anderen Firmen vielleicht mehrere Monate brauchen, haben wir das in einer Woche durch. Also das ist schon ein sehr großer Vorteil, dass man das machen kann. Ja. Auf Zellro sind wir gekommen durch das Part Handling. Also die Firma GF, mit der wir schon länger zusammenarbeiten, hat uns die Zellro vorgestellt und gesagt, die können Part Handling machen. Wir haben das sehr interessant erachtet und genauer hingeschaut. Und die Leute von Zellro konnten uns überzeugen, dass die Programmierung, dieser Einzelteil Part Handling, gar nicht so kompliziert ist. Ich habe schon einige andere Roboteranlagen gesehen, aber so bedienerfreundlich wie die Cello und wie leicht man Einzelteile, also parthändlich machen kann, gibt es so, glaube ich, nicht auf dem Markt so verbreitet wie also Cello. Ich denke ich mal schon der einzige oder mehr oder weniger einer der führenden Hersteller, oder? Ja, uns war es auch sehr wichtig, dass die Zellro-Software zusammen kommuniziert mit der Heidenhain-Steuerung, weil wir arbeiten ausschließlich im Fräsen fünfachsig mit Heidenhain-Steuerungen. Und das hat den großen Vorteil, dass die Leute bei uns im Betrieb die Steuerung kennen. Das ist ganz wichtig. Und wenn wir viel ab CAD, CAM programmieren, auch in der Lage sind, auf den Maschinen gut oder über die Steuerung auch Einfluss zu nehmen und nicht immer zurück zum CAD-CAM-System gehen müssen. Weil die Zelle, da können wir mehrere hundert Einzelteile eigentlich vorbereiten, ohne die einspannen zu müssen oder irgendwas. Das erledigt der Roboter.